Hi, wir sind Hanno und Mia und erzählen euch heute etwas über das Leben im Kloster. Wer lebte alles in einem Kloster? In einem Kloster lebten Mönche und Nonnen. Sie lebten ein sparsames Leben in Armut und Ehelosigkeit. Die ersten Mönche und Nonnen waren Einsiedler, im griechischen Monarchos, was so viel wie Alleinleben bedeutet. Was ist überhaupt ein Kloster? Kloster nannte man die Häuser der Mönche und Nonnen. Im Griechischen hießen sie Klaustrum. Sie waren befestigte Höfe mit einer Abteikirche, einer Küche, einem Schlafsaal, einer Werkstatt, Scheunen, ein paar Ställen und meist einem Kräutergarten. Der Mönch Benedikt von Norusia gilt als Vorbild vieler Mönche und Nonnen und stellte einige Klosterregeln auf. Nach ihm und seinen Regeln richteten sich viele Klöster. Eng mit den Regeln im Kloster ist auch das Zusammenleben verknüpft. Benedikt legt zum Beispiel auch fest, dass es keine Privaträume gab und alles allen gehörte. Das Leben im Kloster war sehr streng. So wurden zum Beispiel Fehler in der Schule mit Schlägen bestraft. Doch das Leben im Kloster war nicht nur streng, auch Nächstenliebe wurde sehr ernst genommen. Alle erhielten Nahrung und Unterkunft. Trauernde wurden getröstet und Kranke und Sterbende ins Klosterhospital aufgenommen. Der heilige Benedikt hatte seine Regeln festgelegt, in welcher Reihenfolge sich die Dienste, Arbeits- und Ruhephasen abwechseln sollten. Im Kloster gaben die Kirchenglocken den Ton an. Außerdem war für Benedikt klar, dass man im Kloster kein faules Leben führen durfte und machte Handarbeit zur Pflicht. Für alle Mönche und Nonnen. In den Klöstern gab es auch Schulen. Dort wurden die Novizen, also die Neulinge, ganz besonders vorbereitet. Dazu mussten sie die Heilige Schrift sowie Psalmen und Hymnen kennen. Im Kloster kam häufig Brot, Käse, Bohnen, Haferbrei, Gemüse oder auch Fisch auf den Tisch. Außerdem war immer ausreichend für alle da. Manchmal gab es auch etwas Fleisch, dies war aber eine seltene Delikatesse und wurde sonst den Kranken vorbehalten. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und dass ihr jetzt mehr über das Leben im Kloster wisst. Tschüss!